So, meine lieben Zuschauer, und damit herzlich willkommen zur 26. Folge von The Legend of Zelda Twilight Princess. Hepa. Im letzten Part haben wir den Zora-Jungen erfolgreich nach Kakariko eskortiert. Eskortionsmission. Aber es war ziemlich easy und wir haben es geschafft. Ich fange jetzt einfach mal ganz unten charmant dieser jungen Geisterlady hier und holen gleich mal Ghostbusters. Ghostbusters. Okay, auf. Denn immerhin haben wir ihrem Jungen tatsächlich das Leben gerettet. Kann man schon so sagen, oder? Hier waren wir schon mal. Da kommen wir nicht. Das ist das Zeichen des Zora-Steins. Das kennt man ja aus Ocarina of Time. Du. Ja, klar. Ist klar, Murat, ey. Na, ich beschwere mich nicht. Einfach durch da. So, wir dürfen wieder Link auf den Arsch gucken. Wunderschön. Ja, absolut Traumpracht, ja. Warte, hier. Ja, ja, voll super und so. Warum macht man das? Oh, hier ist ja schön. Grab. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du meinen Sohn geholfen hast. Dieses Dorf Kakariko ist für uns Zoras der Ort der ewigen Ruhe. Was, wieso hier? Auch die Seele meines verschiedenen Mannes, des Königs Zora, ruht hier. Was, der fette Typ aus Ocarina of Time? Es ist sicher Schicksal, dass mein Sohn gerade hier gerettet wurde. Nun, was ich dir versprochen hatte, es liegt in diesem Grab. Mein Mann ließ zu Lebzeiten ein Gewand für den Helden anfertigen. In ihm ruht die Kraft der Zoras. Nun soll es dir gehören. Cool. Du erhältst das Zora-Gewand. Dieses legendäre kleine Stück stammt aus dem Besitz der Zora-Königsfamilie. Trägst du es, kannst du dich unter Wasser frei bewegen. Dafür schaden Feuer- und Eisattacken mehr als sonst. Nun endlich kann auch ich mich zur Ruhe betten, an der Seite meines Gemahls. Nur mein Sohn weiß noch nichts von meinem Dahinscheiden. Solltest du ihm begegnen, überbringe ihm von mir die folgende Botschaft. Trauere nicht um deine Mutter. Sei unserem Volk ein tapferer König. Und sag ihm auch, dass seine Mutter ihn immer lieben wird. Das ist nicht schön. Deine Freunde haben wir alle gefunden und dann auch noch ein Zora-Gewand erhalten. Ist doch prima, oder? Ich hoffe, du hast nicht das Wichtigste vergessen. Ich meine, das ist natürlich ganz wichtig. Ja, ja, total. Erinnere dich doch mal daran, was dieser Lichtgeist Fivorn gesagt hat. Der hat doch gesagt, wir brauchen die Schattenkristalle und die Welt vor Zanto zu retten, dem Herrscher der Schatten. Wenn wir jetzt mit dem anderen nach Hause, gehen, ohne etwas zu unternehmen, dann beginnt die Tragödie bald wieder von vorn. Also los, schnappen wir ihn uns. Wir müssen zum Schrein am Grund des Hylia-Sees. Ja, Leute, und da geht's denn richtig ab quasi. Wir werden mal erstmals das Gewand austesten. Wie war das hier? Da üben. Ja, ich hätte gerne mal Klingling. Ah, cool. Sieht schon cool aus, muss man sagen. Allerdings hat Link irgendwie so, ich weiß nicht, die Kopfform der Mütze ist ein bisschen seltsam gewählt. Auf der anderen Seite hat das irgendwie so eine coolen Schuppenpanzerung. Sieht voll gut aus. Gucken wir mal nah betrachten. Hier so eine Art Schuppenkettenhemd. Der hat so eine, also das Kopfding, da geht bis an die Nase ran auf jeden Fall. Hey, wenn du dieses Zora-Gewand anziehst, das Lucina dir gegeben hat, kannst du sicher auch auf dem Grund des Sees erreichen. Hat ja lange genug gedauert, aber jetzt können wir endlich mit dem letzten Schattenkristall mit eigenen Augen sehen. Wir suchen nach dem Schrein auf dem Grund des Hylia-Sees. Du solltest dich wohl besser gut auf die Reise vorbereiten. Ja, auf jeden Fall. Gas dafür habe ich ja schon im Petto. Oh, cool, Leute, guck mal hier. Ja, cool, kann man einfach frei A drücken und schwimmen. Wenn man nicht A drückt, bleibt man quasi auf einer Höhe und schwimmt vor sich ran. Hier sind Bomben nötig, die unter Wasser explodieren. Das hatten wir ja schon als Nachricht bekommen. Könnte man natürlich jetzt schon machen, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, nein, 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 ich muss da hoch. Danke. Ja, hier unsere, das Lustige ist, wir haben auch echt so eine Art ja, Schwimmflossen, kann man direkt dazu sagen. Lass mal auf die Schuhe mal gucken.
Sieht man, wir haben vorne so eine Fischfläschchen dran. Sieht ganz putzig aus. Aber, naja, ist nichts fürs Festland. Da ist doch hier. Unser Outfit ist doch deutlich cooler. Ha! So, ist immerhin grün. Grün ist meine Lieblingsfarbe. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Nebenquests-Bedarf. Ja, das ist zwar jetzt ekelhaft. Ich hätte ja natürlich gerne meinen Dungeon bald gemacht und den entsprechenden Gast denn dabei. Aber das kann auch gerne ein bisschen warten. Wir haben es ja auch nicht übereilig oder so, ne? Ich bin ja geschmeidischer, kennt mich ja, ne? Und wir gucken mal, was Taro so krasses Neues im Angebot haben soll. Ich würde mal sagen, es ist nur die Maske und ich habe den Brief etwas zu spät bekommen, weil der Postbote natürlich, genau wie die Deutsche Bahn halt auch im echten Leben, voll verkackt hat. Ja, es gibt Bögen und Pfeile und so ein Schnickschnack. Nichts wert. Raus. Und stattdessen würde ich gerne mal den Typen suchen, der Spenden sammelt. Ich weiß nicht, wo der steht. Den würde ich ganz gerne mal finden. Wo ist das? Hier steht nämlich immer so ein Grone normalerweise, bei dem man Spenden abgeben kann für gewisse Dinge. Und eine Sache davon ist halt die Brücke. Hatte ich ja im vergangenen Part erzählt, dass man da diese, ja, die Unterstützung vorantreiben kann. Aber das scheint hier nicht mehr der Fall zu sein, aus irgendeinem Grund. Warum nicht? Warum nicht? Wo ist denn der Grone hin? Der mit dem Geldspendeapparat. Das wäre mir mal ganz interessant zu wissen. Fände ich ja doch mal ganz cool, das zu wissen. Ist schon wichtig. Finde ich ja nicht so dufte, ne? Wo ist denn der Obby hin, in dem man Geld spenden kann? Komisch. Wir gucken mal, vielleicht einen Bombenshop? Also wir könnten natürlich die neuen Bomben kaufen. Ja, das wäre natürlich... sinnvoll. Was immer das ist sinnvoll. Man könnte es tun. Auf der anderen Seite denke ich mir so... Ja, klar kann ich Wasserbomben gebrauchen, aber... Ich hätte eigentlich tatsächlich lieber, naja, eine zweite Bombentasche, damit ich eine Tasche mit Bomben und eine mit Wasserbomben füllen kann. Denn das ist nämlich tatsächlich möglich. Was ich so als Zelda-Spielelement so relativ innovativ finde, weil es gibt ja drei Arten Bomben. Und eigentlich ist man aber ganz gut daran geraten, immer so von jeder Sorte so einen aufzubauen. Das ist echt praktisch. Weil man da ist man nicht nur sehr viele Bomben mit sich nehmen kann, sondern halt auch entsprechend unterschiedliche Bomben. Was halt irgendwie, ja... Was uns nicht geht. Der kleine Ocarina of Time aus Bomben und Krabbelminen, aber das war's auch, ne? Mag man nicht unterschätzen. So, ist der Spendenfreako vielleicht hier? Spendenfreako? Ich finde den Goron Spendenfreako nicht. Das gefällt mir nicht. Der Postbote ist hier. Oh nein, der Brief ist in die heiße Quelle gefallen. Nichts mehr zu lesen, wenn er trocknet. Ist alles cool. Ich weiß nicht. Wo ist denn der Goron-Spende-Freako hin? Ist der noch gar nicht hier? Wäre mal interessant zu wissen. Hier hechelt jemand. Ach, der Zora-Junge mit den Mädels. Ja gut, gibt gut auf die Nacht, ne? Der braucht Schutz. Ja, ich möchte mal einen im Laden, war das immer. Scheint wohl noch nicht der Fall zu sein. Scheiße. Hätte ich ja doch schon mal gerne, ne? Naja, gut. Nevermind, Leute. Ich überlege gerade, was jetzt von der Geschwindigkeit am schnellsten geht. Holen wir uns erstmal. Ja. Ich glaube, das kommt erst noch. Ne, ich glaube, das kommt jetzt noch gar nicht. In dem Fall muss ich die Umwege leider in Kauf nehmen oder ich mache es halt doch später. Also ich glaube, ich mache Offscreen jetzt noch nicht, weil wir uns noch nicht frei warpen können als Link. Das kostet halt irgendwie enorm viel Zeit. Ich würde sagen, wir machen es erst, wenn wir eine bestimmte Fähigkeit haben. Und zwar halt uns manuell in Wolf oder Link zu verwandeln. Also quasi unsere Form jederzeit zu wechseln. Denn es ist ja nicht verboten oder so. Wo ist mein Pferd denn nicht hin? Ist das hier nicht geparkt irgendwo? Nee, egal. Ich pfeife halt schnell. Ach, da ist es ja. Nein, ist gut. Hier, Pferd ist da. Alles cool. Und zwar, dass wir können ja nicht nur, also wir können ja die Lichtewelt auch als Wolf betreten. Das ist ja nicht verboten, haben wir am Anfang auch gemacht. Ne? Da waren wir in Ordon und als Wolf unterwegs, deswegen hatten wir alle Angst vor uns. Ist ja nicht verboten. Ja, mal so nachdenken, ne? Der Hang ist halt bloß eben, ja, ich werde jetzt, glaube ich, eine Sache als Quest machen. Wir kommen da jetzt ja hin, dadurch, dass wir jetzt so den Weg dahin offen haben. Das ist schon ganz praktisch. Weil ich muss da halt auf diesen Zwischenspalt führen. Und ja, da kommen wir ja quasi her, mehr oder weniger, ne? Gut, dann gucken wir uns mal auf die Karte an, wie ich da am schnellsten hinkomme. Das ist quasi jetzt hier raus aus Kakariko.
da nicht hin. Hier rechts raus. Da übers Tor. Über die Brücke kommen wir ja gar nicht. Ha, 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 ha. Supi. Ist ja voll gut gelaufen. Ja, dann würde ich sagen, wir müssen den großen Weg nehmen. Na, du geil. Na, die ist ja auch mal kocke. Ja, wäre natürlich jetzt umso geiler, wenn die Brücke hier vollständig wäre, nicht wahr? Das hätte natürlich schon außergewöhnlich viel Charme, muss man natürlich mal sagen. Ja, dann müssen wir den ganzen großen Weg nehmen. Boah, wie ekelhaft. Boah, ätzend. Und dann über die Brücke hier gehen. Naja, gut. Lässt sich nichts machen, ist halt so. Dann würde ich sagen, gehen wir raus und gehen den entsprechenden Weg lang. Boah, erstmal direkt das Schild um die Bash. Hupsala, tut mir aber leid. Ich hoffe, jemand stellt es mir auf. So, wir könnten natürlich, das wäre jetzt natürlich extrem geil. Jetzt wäre ich mal dafür da, dass der Postbote kommt und uns Briefe bringt. Was natürlich jetzt ausnahmsweise diesmal nicht der Fall ist, jetzt wo es wünschenswert wäre. Leck mich doch am Arsch, Spiel. Kannst mich mal richtig fett am Tüffel tuten. Ja, natürlich wäre es schön gewesen, wenn uns der Postbote einen Brief bringt und sagt, ja, jetzt ist die Spendenaktion voll am Gange und so, was voll geil hier am Left am Stissel und so. Mann, Junge, reite doch, mein Gott, dieser Lag, wenn man irgendwo gegen die Wand fährt. Fährt vor allen Dingen. Dass man mit dem Pferd fährt. Manchmal schlägt er so richtig krasse Haken. Und manchmal muss ich ewig drücken, bis da mal irgendeine Reaction kommt. Na gut. Egal, wir reiten hier einfach schön drüber. Ich schlenker hier auch immer hin und her, wie so ein Bekloppter, ne? Ohne Witz. So, da hinten muss ich rüber. Hallo, ich lenke nach links. Und es passiert ewig nichts. Egal. Tschüss. Alle Tore sind offen, also ist der Weg eigentlich nicht ganz so lang tatsächlich. Aber ist halt eben noch. Wow, was war das? Eine Stufe im Boden und Epona so. Schön. So, dann sind wir wieder da. Hier gibt es auch noch was Cooles, aber das ist auch noch nicht für uns verfügbar. Erst mit dem neuen Item werden wir da das erste Mal rüberkommen. So, ich glaube, hier fällt doch manchmal. Ja, genau, guck mal, Leute, hier fällt mal ab und zu Schleim in den Boden runter. Kann man theoretisch kaputt machen und einsammeln. Mit der Flasche kann man sich ein easy blaues Elixier oder ein rotes Elixier oder whatever gönnen und dann ist man total cool. Die kann man übrigens alle abschießen, die Rahmen. Möchte ich mich ganz stark erinnern und kriegt man ein bisschen Geld dafür. Wer Bock drauf hat, ne? Und Geld benötigt ganz dringend. Ich natürlich jetzt gerade irgendwie überhaupt nicht wieder mal. As always, ja. Und wir müssen jetzt tatsächlich einmal diese Sprungtour wieder machen. So. Absteigen. Ja. Nicer. Shittily. Oder warte mal, nee. Wir müssen ja noch... Hä, nee. Scheiße, wie kommen wir denn da jetzt hin? Ich muss den Flusslauf ja nicht noch weiter hoch. Kacke. Oh mein Gott, das fällt mir jetzt erst auf. Scheiße. Wir müssen ja noch viel weiter dafür. Igitt. Na gut. Lässt sich nichts ändern. Ich könnte es jetzt schneiden, aber... Ja. Dann habe ich wieder so zwei so eine Paar-Schnipsel. Ist eigentlich eher unnötig. Warte mal, ne Quatsch. Wir wollen ja... Will ich in die Stadt? Wie komme ich denn jetzt auf den... Verdammt, diese Karte, ne? Wie komme ich denn jetzt auf diesen Zora-Tunnel-Trip? Hier über den Norden. Kommen wir da überhaupt schon hin? Oh ja, ich kann es nur versuchen, ne? Also, mir geht ja nicht. Ich könnte das da nehmen, aber das bringt mir dann auch ja wieder nichts, ne? Da komme ich ja wieder bloß nördlich zur Eldin-Brücke. Wie gesagt, ich will halt hier wieder hin. Und dafür eine Abkürzung wäre ja schon mal ganz geil. Hier ist übrigens der Angelteich. Wo man ein paar Fische fangen kann. Da können wir uns noch eine Flasche holen. Das wäre alles echt praktisch. Hätte ich schon Bock drauf. Aber der Weg ist ja ätzend. Boah, Igitt. Da möchte man ja wirklich schon fast eher mit den ganzen Sachen warten, bis man denn sich beamen kann. Sich wanken kann, whatever. Einfach nur damit man diesen enormen Zeitaufwand hier nicht immer, ja, in Kauf nehmen muss. Ist ja schon ekelhaft. Freedive. Na gut. Gehen wir halt eben mal hier die ganz rechteste Abzweigung, müsste das ja dann theoretisch sein, ne? Die uns dann theoretisch in den Norden führt. Da, 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 na, na, na.
Das Käfer ist aus unserem Weg gesprungen und, ich würde sagen, müssen wir mal und so, ne? Upsi, ja, war ein bisschen nah, hoppala. Hä, wie jetzt? Mann. Schön mein Pferd geschlitzt nebenbei. Komme ich mit dem Pferd hier etwa nicht durch? Lass mir das echt sagen. Leute, erstmal von hinten so ein Pissknüppel hier. Lass mich verkackeiern, Junge. Geh nach Hause. Komm ich echt nicht mit dem Puma durch? Ist ja ekelhaft. Na gut. Das ist nicht gutes Spieldesign, Leute. Und sage ich so, wie es ist. Ah, die Zoräule. Sehr gut. Hier will ich direkt hin. Das ist ja dann doch mal ganz nett. So, weil hier will ich hin. Hier gibt es dann ja auch noch ein bisschen was zu tun, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Aber... jetzt noch nicht. Was wir noch machen können, glaube ich, ist... Sekunde. Ich glaube, wenn man hier den Weg hochgeht, ist hier noch ein Stein, den man wegbomben kann. Möchte ich mich erinnern. Mit Kleingeld, oh, very good. Oh, nochmal Kleingeld. Ah, nach oben. Siehst du, Scheiße. Ach, Quatsch, ich bin doch bescheuert. Naja. Indirekt. Ich hätte doch Wasserbomben kaufen sollen, einfach meine alten abgeben sollen. Dann hätten wir nämlich jetzt schon noch eine. Oh, das habe ich voll vergessen. Scheiße! Egal. Ich mache einfach das Spiel und bin cool. Da liegt ein Zehner, super. Ja, ich würde sagen, wir jumpen einfach mal runter und gucken. Oh mein Gott, ganz knapp am Stein vorbei, Freunde. Hätte schief gehen können. Und wie sagen wir, ziehen uns doch mal die Rüstung an, weil, ja, lohnt sich ja aktuell, ne? Zack. Ja, ja, guck mal. Na, voll cool. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. War eins meiner ersten Worte übrigens für die, die so Privat-Stalking-Interesse bei mir haben. Es gibt ja Leute, die finden immer so Funfacts von mir irgendwie cool. Schwimmen war eins meiner ersten Worte, die ich gelernt habe. Eigentlich ein relativ schweres Wort, wenn der Rest Mama und Papa lernt, ne? Ja, Wasser war schon immer ein Element, was mich fasziniert hat. Ich schwimme ja auch sehr gerne. Bin eine echte Wasserratte. So. Ja, hier muss ich aber mal an Land, liebe Freunde. Nein, nicht gut. Okay, gut. Wo ist das? Da hinten. Halt, nein, 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 nein. Ich muss da hinten hin. Oh, hier schwimmt doch Fischi. Warte mal, kommt jetzt hier nicht ein Portal her? Als Link? Wenn man hier langläuft oder so? Ich möchte meinen. Oder ist das auf der Karte schon eingetragen? Sehe ich nicht. Schade. Ja gut. Oder kommt das, wenn ich sie anquatsche? Naja, auf jeden Fall werde ich erst meine Rüstung wieder ausziehen, weil brauche ich nicht mehr. Und sieht doof aus. Hi. Ankunde. Tut mir leid, wir haben vorübergehend geschlossen. Wie jetzt? Was denn? Ich hab dir doch gesagt, wir haben zu, also schleich dich. Na toll. Oh. Ja, supi. Tolle Wurst. Ha, haha. Ihr Dreckigen. Nein, es ist nicht wahr, oder? Okay, einer ist tot. Wie lange die brauchen, bis die mal angreifen, ist ja ekelhaft. Die stehen so und gucken, wie ich mich aufmache mit dem Schwert, so, da ist ein Guy. Oh, boah, wir müssen angreifen. Okay, tschau, tot. Hilfe! Wer bist du denn? Wie schaffst du es nur bei einem Kampf gegen solche Monster so ruhig zu bleiben? Ich bin halt cool. Du bist doch einer von den Guten? Aber wir müssen ja nicht im Stehen halten. Komm doch rein. Jetzt plötzlich, ne? Ja, jetzt plötzlich. Wisst ihr Bescheid, Freunde. Ja, ja, jetzt plötzlich. Zieh mal deine Hose ein bisschen höher und mach mal einen Ausschnitt zu. Du siehst aus wie eine Vogelnestschlampe. Dann habe ich eine Angst gehabt. Ich dachte, ich würde das nicht überleben. In letzter Zeit läuft wirklich alles schief. Also erstmal vielen Dank. Ich bin Tina. Ich verleihe hier Boote.
und Harbstützenfelsen haben den Fluss blockiert. Deshalb habe ich geschlossen. Weißt du, manchmal braucht man eben doch einen starken Mann. Für einen Echtmann dürfte es doch kein Problem sein, etwas dagegen zu unternehmen, oder? Nö, kein Problem. Wirklich? Das würde mir sehr helfen. Also würdest du dich aber um diese Felsbrocken dort kümmern? Du bekommst Bomben und Pfeile von mir. Kombiniere sie zu Bombenpfeilen und sprenge ihn. Okay. Was? Knacks. Yes! Du hast es geschafft. Es gibt unterwegs noch mehr Felsen, die den Flusslauf blockieren. Bitte kümmere dich darum. Hier ist das Boot. Steig schon ein. Dieser Befehlzug gefällt mir nicht. Flussaufwärts ist es ziemlich gefährlich. Ich steige auf keinen Fall aus dem Boot aus. Meine Aushilfe wartet an Ort und Stelle auf dich. Sie wird dir dann genaueres sagen. Wenn du es schaffen solltest, überlasse ich dir zum Dank die Bombentasche. Ist doch ein faires Geschäft, oder? Also, gute Fahrt. Okay, den kriegen wir jetzt schon. Oh, jetzt kommt das Boot fahren. Hier kann man ein bisschen mit dem... nach Stick nach hinten kann man ein bisschen bremsen. Sollte man nämlich beschleunigen, gerät das Boot fürchterlich außer Kontrolle und man eckt eigentlich überall ständig an, was echt nervig ist. Später gibt es nämlich hier auf diesem Kurs noch ein Minispiel, was man halt eben schaffen muss und ja. Doing. Nee, doch nicht. Bots. Ah, oh, geil, ein Fünfer, very good. Ja, jetzt könnte ich hier die Pfeile nehmen und... Einfach mal wild durch die Gegend schießen, kann man ja machen. Aber ja, wir beeilen uns einfach. Ich will ja aktuell erstmal unten nur aufmachen. Hey, hey, Junge, du musst drehen! Hallo! Wow! Chillig! Wow! Oh, guck mal, da unten ist direkt... Nein, ich will nach links, hallo! Ist das so aufwendig, nach links zu gehen? Oder wie das eiskalt zurückschwimmt, das Boot. Okay, es will mich wohl offensichtlich ganz eindeutig nach außen haben. Ach, deswegen. Oh, die schickt sicherlich die Chefin, um mir zu helfen. Ich bin die Aushilfe. Entschuldige, dass wir solche Mühe machen. Also, der Felsen da ist im Weg und staut den Fluss auf. Du müsstest versuchen, ihn mit Bombenpfeilen zu zerstören. Ja, easy. Du hast es geschafft, vielen Dank. Oh, das Wasser fängt schon, ja, schon wieder an zu fließen. Ich beleidige dich zur Bindung. Bitte folge mir. Oh, wow, sie droppt eine Rubine. Oh, nice. Ich habe keinen Platz in der Money-Tasche. Na, super. Wow. Ist schon mal eine gute Übung, weil die Steuerung haben sie nicht verändert. Das finde ich ziemlich schade eigentlich. Hätte man echt besser umsetzen können. Ist ähnlich wie das Pferd jetzt aktuell, sehr unresponsive. Und man kann einfach nicht recht... Also, ausweichen kannst du voll vergessen. Wenn du Bock hast, auszuweichen, hast du verloren. Das Spiel lässt sich aber nicht ausweichen. Und die Wasserströme hat auch so ein bisschen ihren eigenen Willen gefühlt. Weil ich mache jetzt nichts und... Ja, jetzt drehe ich mich wieder leicht nach links. Ich will aber gar nicht so weit nach links. Hier, drehe ich mal nach rechts. Nach rechts drehen! Nach rechts, wo fährst du hin? Ich fall da hinten hin. Das meine ich, das ist so... Ja, Boots, toll. Ist voll nicht geil und so, ich will da rüber. Hallo, geh da rüber. Oh mein Gott, die Steuerung. Und hier dodge ich übrigens immer gegen. Und das Boot dreht sich auch so scheiße bei jedem Anrumpler. Boots. Das ist total asozial. Oh mein Gott, ich krieg einen Krampf. Hilfe! Okay, ich glaube, wir sind durch. Oh mein Gott, dieses Minispiel hier wird echt eine harte Leistung, Leute. Das ist nämlich echt... Das war echt hardcore. Soweit ich mich daran erinnern kann. Und hier ist unser wunderschöner, unecht wirkender Wasserfall. Hui. Vielen, vielen Dank. Du hast uns wirklich sehr geholfen. Jetzt kann die Chefin endlich ihr Geschäft wieder eröffnen. Während wir geschlossen hatten, wurde ihre Laune immer schlimmer. Es war kaum rauszuhalten. Nach und noch was.
Sie hat dir bestimmt versprochen, dass du zum Dank die Bombentasche behalten darfst, oder? So macht sie das immer. Gibt einfach überflüssige Waren weg. Sie ist so ein Geizhals. Nimm sie einfach mit. Ich werde mit ihr reden, wenn ich wieder im Bootshaus bin. Ich find's geil, die Bombentasche halten. Geil, Leute. Ist leer. Kannst du sie mit verschiedenen Bomben füllen? Egal, können wir nicht mit dem Wasserbäumchen kaufen und die auch entsprechend gut nutzen. Das wird total dürfte. Ja, ne, ich bin dann auch versucht, noch so ein bisschen Things offscreen zu machen. Nicht offscreen. Oh. Hi, Piepmatz. Der ist ja süß. Ein Mensch. Ja, ich bin Christa. Ja, ich kann die Menschensprache nicht besonders gut. Du bist ja süß. Was ist denn mit dir falsch? Christa kann die Menschensprache nicht so gut. Ja, na, dann. So. Ach stimmt, das ging ja nur als Wolf. Oh, das ist so ohne Witz, das ist so dumm. Weil auch hiermit komme ich, glaube ich, da kriege ich ja nur jetzt kriege ich ja den Falken, das bringt mir ja gar nichts, oder? Oder geht das? Nichts passiert. Ja, das bringt mir ja gar nichts. Das ist total bescheuert, ohne Witz. Sobald wir wieder das nächste Mal ein Wolf sind, können wir uns ja sowieso indirekt wieder warpen. Das heißt, warum sollte ich, also dieser Vogel hier, glaube ich, der bringt mir irgendwas oder so. Ich glaube, der bringt mich wieder den Fluss hoch oder man kann mit den Gräsern hier dann wieder das Fluss hoch, weil dann wieder dieses schwarze Monster kommt und so. Aber ganz ehrlich, wozu als Schwarzer, als Wolf kann ich mich doch warten? Das ist doch völlig unnötig, mich da in irgendeiner Form, wo hochtragen zu müssen. Das wäre doch für Link, der sich, ja nicht halt, oder, sagen wir anfangs sich nicht beamen kann, ja viel interessanter. Warum hat man das dann erst so spät eingebaut? Das ist total bekloppt. Naja, gut. Ich reg mich nur wieder über Kleinigkeiten auf. Ist auch meckern auf hohem Niveau eher. Aber ist halt trotzdem meckern. Was ich, überleg mal. Der Wolf, der sich warten kann, kriegt von dem Vogel, glaube ich, den Dienst, irgendwie da diesen Wasserfall wieder hochgetragen zu werden. Warum? Ich kann mich doch warten. Da ist doch ein Warppunkt. Ja. Ja. Versteh einer die Geist, ne, Leute? Ist total super. Oder kommt das jetzt schon? Ich weiß es halt echt nicht mehr. Ich bin total verwirrt. Kommt das jetzt schon? Ich weiß es nicht mehr. Boah, ich krieg AIDS. Nee, das kommt noch nicht so früh, oder? Nee. Egal, wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Ich bin sehr gespannt, ob die Cutscene jetzt schon kommen, weil ich wüsste nicht, warum wir später hier nochmal hin sollten. Oder nach dem Dungeon? Na, I don't know. I don't know. Auf jeden Fall würde ich die Bombentasche sehr gerne mit Wasserbomben füllen. Vielleicht die kleine hier verkaufen, die alte. Nö, kann man ja machen. Die 10er, die 11er kann man verkaufen für ein bisschen Geld. Und kriegt dafür die neue. Die neuen Wasserbomben, die kann man dann schön auffüllen. Ich weiß gar nicht, wie viel man auf mitnehmen kann. Ich glaube 20 oder so, weil die kann man auch nicht ganz so viele mitnehmen. Ich glaube Bomben 20, 30, da 20 und bei der letzten 10, glaube ich. Naja, auf jeden Fall brauchen wir die ja dringend für den Dungeon. Und nichtsdestotrotz brauche ich die auch noch für so ein paar Sachen, die würde ich schon ganz gerne tatsächlich, noch vorher machen. Zum Beispiel, wir können mit einer Wasserbombe diesen Felsen, den wir oben in die Zora-Höhle geworfen haben, auch wieder sprengen. Das ist halt der Weg von hier aus, ist jetzt quasi, ja, wieder der ekelhafte Weg. Bis nach oben. Oh mein Gott. Was ist das eigentlich für eine komische Uhr? Kann man da mal und so... Kann man die nicht mal irgendwie... Kann man nicht ranzoomen? Warp unmöglich. Haha, super. Ja, was ist das? Gibt es da noch mehr von? So, ich habe doch noch so eins gesehen. Hier, das da. Das ist irgendeine Uhr oder was drauf? Da sind drei davon. Hier ist auch noch eine von den Uhren. Kann man mal eine Legende einblenden? Hier unten ist was anderes. Naja. Nevermind, Leute, ich überlege gerade, wie ich das mache, weil wir müssten nach Kakariko wieder, bis wir... Oh mein Gott, das ist so ätzend. Also die Wege am Anfang sind hier echt ätzend, das ist wirklich echt nicht mehr... Nicht lustig, kann man wirklich so sagen. Kann man nicht schon die Westbrücke jetzt reparieren? Oder ist das so praktisch, oder wird's? Ich müsste mich vielleicht mal ein bisschen im Internet belesen, Leute. Der Part, wo wir schon mal ein bisschen länger... Überleg mal, wie ich wieder für einen Weg nach Kakariko machen müsste. Müsste wieder hoch, die ganze Brücke wieder rumreiten, bis hier hinten hin. Nur wegen Bomben kaufen.
Dann wäre es doch viel geiler, jetzt quasi hier ein Stück nach oben zu gehen, quer durch die Stadt durch und hier wieder in die Steppe und danach hin. Oder sich warben einfach, das wäre natürlich noch schöner. Aber ist uns nicht vergönnt, Leute. Leider, leider. Ich hoffe, das kommt recht bald. Ich weiß nicht mehr, wie bald es kommt. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bevor ich noch mehr philosophiere. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Tschüssikowski und ciao.